Hallo ihr Lieben. Hallo. Willkommen im Würfel und Zucker. Wir drehen mal wieder für euch und wir haben heute was vollkommen Abgefahrenes. Ich habe nämlich ein Paket bestellt und ich habe keine Ahnung, was drin ist. Also Spiele sollten schon drin sein. Ich hoffe schon, dass da Spiele drin sind. Es war nämlich wie folgt. Ich folge ein paar Gruppen auf Facebook, gar nicht mal so viele. Aber eine Gruppe davon ist die Gruppe Brettspiele Flohmarkt. Da ist der Magnus Groninger unter anderem Administrator, der ist ja häufiger hier. Und dann war da ein Mensch, der hat so ein Überraschungspaket angeboten. Der hatte halt einfach nur geschrieben, so ja, hat 23 Spiele zusammengepackt und er hat mal den Wert gegoogelt und er will 50% davon. Naja, und dann, gerade als ich da reinguckte, waren halt so einige Leute so, wie kannst du nur, was ist denn das für eine Geschichte? Kannst du nicht wenigstens ein bisschen was schreiben über die Spiele? Und was hält dich denn davon ab, aufzulisten, was das ist? Die müssen ja schlecht sein, du willst uns doch alle über den Tisch ziehen, so nach dem Motto. Und dann habe ich gedacht so, ach komm, hey, bevor die ihn da jetzt noch weiter fertig machen, habe ich dann halt gesagt, ich nehme das. Und wir haben ja bald Flohmarkt, also Stand heute haben wir in fast nicht ganz 14 Tagen, in 11 Tagen oder so, haben wir Flohmarkt. Und wir gucken jetzt einfach mal, was im Paket drin ist. Wir haben es tatsächlich noch nicht ausgepackt, wir machen das jetzt live mit euch. Und alles, was wir schon in unserer Sammlung haben, kommt halt einfach dann auf den Flohmarkt. Genau. Genau, holen wir das Paket, es ist schwer. Und groß. Und groß. Ja, also irgendwie, ich glaube, 23 Kilo oder so. Soll ich das nochmal aufschneiden? Ja, also aufschneiden ist gut, wenn wir die Spiele rausholen wollen. Vielleicht hat er da auch Wackersteine reingepackt, man weiß das nicht so genau. Ah, fühlt sich schon an wie Spiele. Ich trage häufig Spiele und... Alles klar. Bist du auch schon so gespannt? Ja, so ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Ich bin gespannt, ob überhaupt was drin ist, was wir nicht haben. Ja, ob er das geschafft hat. Das ist so, man sieht jetzt wahrscheinlich nicht, man sieht eh fast nur noch den Karton. Ja, man sieht fast nur noch den Karton. Insofern. Okay. Bist du soweit? Ich bin soweit. Ach, guck mal. Also ein gutes Spiel sehe ich schon mal. Ein schlechtes Spiel sehe ich auch schon mal. Ja, wollen wir jetzt und eins nach dem anderen? Echt oder? Unbekannte Spiele teilweise, ne? Also ja, Sachen, auch, die wir nee, noch nicht guck mal hier, da kommen noch ein paar bekannte. Ja, okay. Ja, also es gibt auf jeden Fall Spiele, die wir noch nicht haben. Wir können man ja mal mit dem. Übrigens. Deswegen sollten wir die jetzt. Ja, genau. Wir nehmen die jetzt einfach alle raus. Packen die jetzt alle einzeln aus. Also wir haben ja My Village. Ich liebe My Village. My Village ist super. Daraus kann man dann auch schon ablesen, dass wir es schon haben. Ja. Das kommt also auf jeden Fall auf unseren Flohmarkt. Das haben wir schon, aber ich liebe My Village. Das ist ein echt großartiges Spiel. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Von oben nach unten. Ja, mach mal von oben nach unten. Drakon. Ich weiß nicht, ob ich es kenne. Also, es sieht nach einem typischen Fantasy-Flight-Titel aus. Ist es ja auch. Zwei bis ich vier glaub, Spiele? Ich glaube, das hatte ich schon mal in der Hand auf Flohmärkten, aber wir haben es, glaube ich, nicht. Was ist es denn? So ein Dungeon-Crawler. Ach ja, Dungeon-Crawler werden bei uns ja häufiger mal nachgefragt. Du musst nicht schneller sein als der Drache, nur schneller als deine Freunde. Ach, es klingt nach so einem, ein Monster verfolgt alle, aber es kann dann am Ende nur einen Gewinner geben. Okay. Ding. Also es ist jetzt geraten. Ne? Ist auch für uns eine große Überraschung teilweise. Es ist auf jeden Fall Fantasy Flight Heidelberger. Also aus der Heidelberger Zeit, aus der früheren Heidelberger Zeit. Und Heidelberger hatte ja eigentlich immer ganz gutes Händchen, so was Spiele angeht. Die haben ja viele Fantasy Flight Titel gemacht und da waren auch echt viele gute Sachen dabei. Also das werden wir erstmal hier oben behalten, das hatten wir nämlich noch nicht. Mhm. Dann etwas, was wir natürlich kennen und hart lieben, Half Pint Heroes. Das ist ein sehr, sehr unterschätztes Spiel, leider, leider, leider. Weil das ist nämlich eigentlich das bessere Wizard, also in meinen Augen. Es ist halt ein Poker-Stichspiel, das richtig gut funktioniert. Ein Stichansagespiel mit Poker-Elementen und die Karten sind super geil. Und also wir mögen Half-Pint Heroes total gerne. Und man kann es auch mit 2 bis 7 Leuten spielen, es ist eine Mordsgaudi. Ja, Half-Pint Heroes kommt also auch auf jeden Fall auf den Flohmarkt, weil wir haben das natürlich schon. Wir haben einen Uwe Rosenberg bekommen, hast du schon gesehen? Huhu! Einen, den ich nicht kenne, das sagt alles. Nottingham. Hoppla. Abakus-Spiele 2006. Das ist ja interessant. 3 bis 7 Spieler. Davon habe ich noch nie Moment, gehört. Moment, doch, warte. Doch, das kenne ich. Ja? Ja. Es war
ganz gut, glaube ich. Also, es ist jetzt nicht so geil gewesen, dass ich es unbedingt haben wollte. Aber es ist ein Aber ich Rosenberg. Erinnere mich, dass ich es mal gespielt habe. Ja. Ja. Und das war auch nicht verkehrt. Das hatte mit, ich glaube, mit einer Auslage zu tun. Man buhlt um Karten, die in der Mitte liegen. Und dann muss man seine eigenen Karten geschickt einsetzen oder so. Ja, gut, das bleibt das also auf jeden Fall auch bei uns. Das ist sogar noch original verpackt. Das ist noch original verpackt, ja. Ja, dann haben wir hier eins, das sagt mir nichts. Mir schon, und danach haben auch schon Leute gefragt. Nein! Doch, Room 25 ist so ein Sei der letzte Überlebende Spiel. Also die, jeder kriegt einen Charakter, der auch irgendwie was kann, und dann hat man lauter quadratische Plättchen, das sind einzelne Räume, von denen man sich von Raum zu Raum bewegt, und nach passiert was, das sind so Fallen, so im Endeffekt Todesfallen. Man will halt irgendwie überleben. Okay. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob nur einer überleben kann oder man ein Team gegen andere Also spielt. Hier steht drauf, 5 different playing modes from full cooperation to a solitaire game. Ja, dann habe ich wahrscheinlich eine Partie komplett gegeneinander mal gespielt. Okay. Das ist in der Szene, sage ich mal, von solchen Spielen, wenn es sowas gibt, ist es auf jeden Fall bekannt. Also es fragen da tatsächlich manchmal Leute nach. Okay, ja gut. Das bleibt dann wohl auch erstmal hier bei uns in der... in der Kollektion. Auf jeden Fall. Was haben wir noch? Ein älterer Pegasus-Titel. Den kenne ich tatsächlich auch nicht. Kennst du den? Es ist ein Zwei-Personen-Spiel. Es ist ein Zwei-Personen-Spiel. 40 bis 50 Minuten. Okay. Sagt mir jetzt auch nichts. Scheint untergegangen zu sein damals. Ist von wann? 2013? 2013, also gar nicht mal so alt. Das ist ja seltsam. Und eigentlich von White Goblin Games. Ja. Interessant. Okay, das gucken wir uns einfach mal an. Zwei Personen ist ja durchaus für uns auch immer interessant. Jo. Also auch wieder eins, was wir tatsächlich noch nicht hatten. Vor allem mit diesem Wildwest-Thema haben wir, glaube ich, gar kein Zwei-Personen-Spiel. Das wäre dann mal was. Doch, wir haben Bang the Duel. Duel, ja, genau. Glaube ich noch nie. Nee, ich habe es auch noch nicht gespielt, aber das haben wir auf jeden Fall. Ja, und dann noch ein Zwei-Personen-Spiel, was wir schon haben, was auch sehr, sehr gut ist, ist Raptor. Mit asymmetrischen Fraktionen. Ja. Der eine spielt die Dinos, der andere spielt die Wissenschaftler, die Forscher. Und das ist so ein Simultaneous Action Selection Ding. Da bin ich immer richtig schlecht drin. Also es ist nicht so mein Spiel, aber es ist wirklich gut. Es ist sehr, sehr gut gemacht und es ist auch sehr beliebt tatsächlich. Da wir das haben, das wird auf dem Flohmarkt landen. Das war Raptor. Auch das hat mich irgendwann mal jemand echt gefragt. Ja. Danach hat mich jemand gefragt und ich kannte es tatsächlich, aber wir haben es halt nicht. Todesengel, krass. Ist auch wieder so ein Fantasy Flight Titel aus dem Warhammer 40k Universum. Auch hier bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob das kooperativ war. Aber Cory Konietzka, der sagt mir auch total was. Der hat ja auch ein paar gemacht, ne? Ich glaube vor allem auch mit der Thematik. Ja, kann also, sein. Ich glaube, der hat einiges gemacht bei Fantasy Flight. Ja. Wenn man das kennt, das Thema, die Welt, dann wird man das mögen. Es ist sehr, sehr deep da drin. Also es ist, man spielt irgendwie Space Hulks und den Überlebenskampf gegen die Aliens. Das ist schon ganz nett. Okay, 1 bis 6 Leute. 1 bis 6 Leute. Spannend. So, müssen wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Okay. Ja, dann haben wir hier, kenn ich auch, haben wir auch. Schäferstündchen, eins der ersten Spiele von Felix Mertikat, der ja inzwischen solche Riesenklopper macht wie Tsukuyomi, und auch das Neueste, an dem er gerade arbeitet, ist eher so gigantisch. Ja, aber angefangen hat er mal mit so kleinen Sachen. Der ist ja gleichzeitig Illustrator und Spieleautor. Und Schäferstündchen ist nicht schlecht. Also es ist niedlich. Auf jeden Fall kann man spielen, wird bei uns auch häufig gespielt. Was uns dazu bringt, das haben wir natürlich schon. Und dann kommt diese Kopie dann offensichtlich auf dem Flohmarkt. Aber es ist auf jeden Fall auch ein gutes Spiel. Wir haben einen Preisträger in der Box. Und zwar das erfolgreichste Kickstarter-Spiel. Oh mein Gott! Nicht dein Ernst! Wenn ich das geahnt hätte, ich habe es gerade neu gekauft. Ich drehe durch. Wir haben einen Exploding Kittens hier drin. Kein Spiel war erfolgreicher. Ich musste das gerade neu kaufen, weil unseres so runtergerockt war, dass die Karten in Fetzen waren. Und deswegen habe ich es echt gerade neu gekauft. Achso. Und das Neue dann natürlich auch gesleeft. Gut erhalten. Ja. Ja, sehr schön. Das ist aber nicht die miauende Box. Aber unsere Box miaut auch nicht mehr. Theo hat zwar versucht, die zu reparieren, aber das war nur so semi-erfolgreich. Also, die sind ja auch einfach irgendwann durch. Ja, genau.
Okay, also das Exploding Kittens, das haben wir zwar schon, aber das wird wahrscheinlich nicht, das Ersatzteillager, nicht auf dem Flohmarkt landen, sondern eher in unseren Ersatzteilen, weil das wird hier rauf und runter gekloppt. Ja, und dann ein Spiel, was uns nicht überzeugt hat, deswegen ist es auch nicht mehr bei uns. Wir sind ja große Frosted Games Fans, aber das ist eher so... Es hat nicht beim ersten Mal nicht so sehr überzeugt, dass es nochmal zweites Mal spielen wollte. Genau, also es haben schon ein paar Leute hier gespielt und es hat nie so richtig gefunkt. Es ist sehr, sehr hübsch und ich finde die Thematik eigentlich auch nicht so schlecht, aber... Ja, also unseres ist schon nicht mehr da und auch diese Kopie wird auf jeden Fall auf dem Flohmarkt landen. Es ist allerdings kein schlechtes Spiel. Nicht in dem Sinne. Aber es hat bei uns irgendwie immer nicht so richtig gefunkt. Aus irgendeinem Grund sagt mir das was. Mir nicht. Dare to Dream. Ein Spieleschmiede-Projekt. Ah, okay. Wahrscheinlich habe ich das mal in so einer Liste gesehen. Es ist hübsch, auf jeden Fall. Ja, es hat mit Träumen zu tun, sagt der Titel ja schon. Für wie viele Leute ist das? Ich versuche es auch gerade herauszufinden. 2 bis 4 Personen, okay. Ab 10 Jahren. 45 Minuten, also was Überschaubares. Okay. Ein paar hübsche Miniaturen scheinen drin zu sein. Mhm. Und es gibt anscheinend Zustandkarten wie wach und schlafend. Okay. Muss man einfach mal ausprobieren. Genau, das müssen wir einfach mal testen. Das Artwork finde ich ganz nett. Das Artwork ist sehr schön, auf jeden Fall. Und von Turtle, wer war der Ursprung? Turtle Dream Games? Nie gehört. Wahrscheinlich zum Spiel entstanden. Das keine Ahnung. I have no idea. Aber das bleibt erstmal bei uns. Jo. Ich kann da nicht mehr so richtig reingreifen. Doch, warte mal. Ich habe hier was. Ein Saboteur. Geht immer. Also ich würde fast sagen, das ist mit eins unserer meistgespielten Spiele hier. Auch schon aufgrund der Spieleranzahl. Das ist hervorragend, ganz fantastisch. Wir haben aber nicht nur einen Saboteur hier oben, sondern wir haben auch noch alternativste Saboteure im Keller, weil wir mal ein Saboteur-Turnier hatten. Und wenn unser Saboteur hier oben mal so runter ist, dann tauschen wir es einfach aus. Insofern wird dieses wahrscheinlich auch einfach auf dem Flohmarkt landen. Da solltet ihr unbedingt zugreifen. Das ist nämlich fantastisch. 3 bis 10 Spieler. Und es ist halt so ein Social Deduction. Also ich sage mal so, wenn Leute auf dieses Werwölfe-Konzept prinzipiell abfahren, ohne dass sie von vornherein tot sein müssen. Und ja, dann es ist so quasi so Verräter, mitspielen. Ne? Also ja, genau. Saboteure halt. Genau, so ein Verrätermechanismus. Und ist aber echt richtig cool. Kommt hier auch immer gut an. Was denn? Was guckst du? Machen wir direkt mal mit einem anderen Spiel, das viel gespielt wird. Obwohl, es geht so. Ein The Game haben wir. Ja. Ja, das ist haben jetzt die neue Version. Ja, wir haben jetzt The Game... Quick and Easy? Ja, genau. Das oder Dirty, ich weiß es nicht. Dirty oder Easy, ich weiß es nicht. Irgendwas easy. Mit Quick. Ich glaube Easy. Wir haben die neueste The Game-Version jetzt gerade bekommen vom NSV. Ich mag die Ursprungsversion, hat mich damals nie so gekickt. Aber die neue Quick and Easy finde ich super. Aber das Spiel wird hier auch, glaube ich... Also vor allem wird es auf dem Flohmarkt fast täglich wird das hier gespielt, würde ich fast sagen. Ja, also insofern auch sehr gut, aber wir haben es halt. Insofern kommt das auf den Flohmarkt. Labyrinth. Path of Destiny. Das sieht total schön aus. Ich möchte es sofort spielen. Hat anscheinend ein Labyrinthsystem, wenn ich mir das so angucke. 6 Eckteile. Man muss irgendwelche Teile... Und es ist auch von Coax. Guck mal. 2 bis 6 Spieler. Es ist von Coax? Wieso kenne ich das nicht? Von wann ist das? 60 Minuten. Ich versuche es herauszufinden. 2016, guck mal hier. 2016? Das ist, warum auch immer, bisher an uns vorbeigegangen. Aber das sieht echt cool aus. Müssen wir ausprobieren. Das sieht interessant aus, ja. Dritte Edition ist das schon. Was ist das denn überhaupt? Also was ist denn das für ein... Was ist denn das hier für ein... Was steht da drauf? Das Entkommen scheint nahezu unmöglich. Doch das Labyrinth birgt ein Geheimnis. Sei der erste Held, dem es gelingt, mit einem Schlüssel den Ausgang zu erreichen. Lerne und nutze die außergewöhnlichen Fähigkeiten deines Charakters. Ja gut, was soll ich sagen? Also nach solchen Dungeon-Crawlern wird ja bei uns häufiger mal gefragt. Das scheint auch ein etwas kleineres zu sein, 30 bis 60 Minuten. Müssen wir einfach machen. Die Ursprungs...
Die Ursprungsverlag ist Mental Way. Sagt mir nichts. Aber ja, sieht ganz hübsch aus. Das behalten wir auf jeden Fall erstmal oben und testen es. Greif einfach rein. Eine Kutschfahrt zum Teufelsberg. Haben wir das eigentlich? Ja, das habe ich gerade neulich endlich auf dem Flohmarkt erstanden. Jetzt haben wir es auch hier. das ist tatsächlich Social Deduction, das ich mag. Also ich habe es früher mal gespielt. Es war damals für mich schwer, eine Gruppe zu finden. Jetzt wäre es einfach hier im Laden. für so ein Spiel. Es ist auch so verdeckte Rollen. Ja. Jeder Spieler gehört einem Clan an. Und man muss aber erst herausfinden, wer überhaupt zu wem gehört. Und dann gibt es einen sehr interessanten Mechanismus, um zu gewinnen. Man muss die ganze Zeit Geschenke vertauschen. Und da muss man immer verdeckt Karten angucken und überlegen, ob man sie annehmen will oder nicht. Und dann können alle anderen Rückschlüsse ziehen, was es denn wohl gewesen ist und zu welchem Team dieser Spieler dann wohl deshalb gehört. Ich fand es immer sehr, sehr schön. Vor allem fand ich das Artwork sehr cool. Ja, also Adlung hat ja ganz allgemein wirklich sehr, sehr gute Spiele. Das ist ein sehr untypischer Adlung-Titel. Ja, der ist auch schon ganz schön alt. Also, ne? Ist keiner von diesen geschwindigkeitsbasierten Spielen. Sondern also, ich weiß nicht, von wann der ist, aber ich glaube, der ist schon alt und den gibt es 2006, steht hier drauf. Der ist tatsächlich auch schon sehr, sehr lange out of print. Das heißt, bei Adlung selber gibt es den nicht mehr. Und ich habe auch sehr lange gebraucht, bis ich den hatte, weil so häufig findet man das gar nicht auf den Flohmärkten. Oder die sind halt schon immer ganz am Anfang weg, das weiß ich jetzt nicht. Also, ich habe es jetzt gerade bei unserem letzten Flohmarkt, lag eins und da habe ich es dann gleich eingesteckt. Ja, also auch das wird dann wohl auf unserem Flohmarkt landen, aber nur, weil wir es schon haben. Insofern alles super. Crystal Clans. Okay. Kenne ich nicht. Plaidhead Games. Fantasy Fly. Ja. Okay. Damals. Ich habe keine Ahnung. Sehr, sehr viele Karten scheinen es zu sein. Von also wann Karten ist das? Getriggert. Steht auch nichts, ne? 30 bis 60 Minuten. 2017. Alter, das ist ein Zwei-Spieler-Spiel. Krass. Okay, dann ist es wahrscheinlich, also... Das ist ja riesig. Ein sehr heftiges Zwei-Spieler-Spiel, würde ich mal sagen. Ja, krass. Ja, okay. Sieht interessant aus, werden wir testen. Ach, Clan-Decks. Okay, man spielt mit Clans gegeneinander. Also wahrscheinlich so ein typisches Deck-gegen-Deck-Spiel. Ja, ja. Wie, also so Keyforge, Magic. Ja, 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 so. Genau. So ein bisschen Magic-artig. Also ohne jetzt, ne? Aber man vergleicht das ja gerne mal miteinander. Aber hübsch bunt. Kann man nichts gegen Also sagen. Es sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Ja. Crystal Clans. Ich hab auch noch nicht davon gehört gehabt. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Ein Spiel, das wegen seiner Hübschheit sehr häufig gespielt wurde. Ein Photosynthesis. Also da bin ich ja echt am Überlegen, ob wir das austauschen. Unser Photosynthesis ist auch schon ein wenig lediert. Dann können wir überlegen, ob wir hier direkt die Bäume kleben oder so. Ja, oder zumindest lackieren oder so, ne? Ja, also Photosynthese ist ein... Ich sag mal so, das ist schon oder wird ein Klassiker werden. So alt ist es ja noch nicht. Alleine schon wegen der Optik spielen das viele Leute. Ich nenne es immer liebevoll Baumschach. Aber es ist wirklich ein toller Titel. Ja, sehr schön. Photosynthese. Hervorragend. Machen wir das klein weiter. Oh, noch ein Adlungsspiel. Was haben wir denn da? Palastgeflüster. Das ist tatsächlich ein Adlungsspiel, was wir noch nicht in unserem Sortiment haben. Was schon. Klingt auch wieder nach Social Deduction. Ich kenne es nämlich. Ich kenne es nicht. Ich kenne es auch nicht. Sagt mir auch überhaupt gar nichts. Also, wir haben extrem viele Adlungsspiele, aber das ist definitiv nicht dabei. Einfach, aber taktisch, sagt die Tabelle hinten. Ein bisschen Anspruch. Ja. Wenig Bluff und Strategie, aber viel Interaktion. Wer verhält sich stets loyal und sichert sich die Gunst des Königs? Ja. Bis zu 5 Spieler. 3 bis 5, okay. 3 bis 5. Ja, ja, gut. Alles klar. Blindes Huhn extrem, kannst du da was zu sagen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ist auf jeden Fall ein Kartenspiel. Von Abacus? Ich glaube, man muss Karten weitergeben. Versuche möglichst wenig blinde Hühner zu bekommen und so weiter. Und es ist von 2017. Und es hat den Luxor-Effekt, man darf nur die linke oder rechte Karte ausspielen. Ah, sehr cool. Das ist ja nett. Also es klingt ganz gut. Das werden wir auf jeden Fall auch mal testen. Michael Schacht ist das wieder. Hatten wir auch noch nicht, obwohl es von Abacus ist. Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Und von 2017 habe ich noch nichts von gehört, aber... Zu extrem vielleicht. Ja.
Es war einmal. Oh, haben wir das schon? Das haben wir schon. Ja, das wird bei uns auch echt viel gespielt. Das ist so ein Geschichtenerzählespiel. Das wird häufiger mal nachgefragt und die Leute spielen das dann auch. Ja, das haben wir natürlich auch schon. Also natürlich, aber das haben wir auch schon. Natürlich. Ups. Oh, der nächste Titel ist Tides of Madness. Ah, so ärgerlich. Es wäre viel cooler gewesen, wäre es Tides of Times gewesen, weil das haben wir nämlich noch nicht. Aber Tides of Madness haben wir schon. Zwei-Spieler-Spiel. Ja, sag mal, kann das sein, dass es falsch steht bei uns? Ja, steht das nicht vorne? Hinten bei uns, bei all den Pegasus-Spielen mit diesem Format. Das ist ja total Quatsch, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Das müssen wir unbedingt umräumen und auch den Leuten immer mal wieder geben. Das habe ich immer gar nicht auf dem Schirm. Ja. Dabei ist das Spiel echt großartig. Ja. Also Kaufempfehlung für den Flohmarkt. Genau, das, wie gesagt, das haben wir schon. Ihr könnt auch gerne mit uns tauschen, falls ihr Tides of Times loswerden wollt, könnt ihr Tides of Madness mit uns tauschen. Es werden weniger Titel, es ist langsam überschaubar. Hier haben wir noch einen kleinen, Night Clan. Es sagt mir gar nichts. Sehr asiatisches Artwork, sag ich mal. Domina Games. Das kann alles bedeuten. Mhm. Auf jeden Fall auch eine deutsche Version. 2 bis 4 Spieler. Fast-paced Area Control Game. 15 Minuten. Okay. Das ist richtig fast, ja. Okay. Einfach mal anschauen. Ja, gut, müssen wir uns mal angucken. Mal sehen. Ja, ein bekannterer Titel. Ist das nicht die Erweiterung? Nein, das ist das Würfelspiel. Ah, Istanbul das Würfelspiel. Das haben wir natürlich auch. Das haben wir auch. Das ist tatsächlich ein gutes Würfelspiel. Ja. Also bei den meisten Spielen, wenn sie plötzlich in der Würfelspielvariante rauskommen, bin ich so super uninteressiert. War ich hier natürlich anfangs auch, aber es ist tatsächlich ganz cool. Ja. Also es, für alle, die Istanbul kennen, ist es ein super einfacher Einstieg. Ja. Im Prinzip macht man gleiche Sachen, Ressourcen sammeln. Ja, das ist quasi Istanbul quick and easy, ja, sozusagen. Genau. Stimmt. Ja. Zählt das coole Worker-Placement, die Worker-Placement-Geschichte. Ja. Aber das ist echt... Man kann viel an den Würfelergebnissen ein bisschen manipulieren. Und so. Das ist ganz ja, cool. Das ja, stimmt. Das ist echt schön. Ja, also das kommt auch im Flohmarkt, weil wir es schon haben. Noch ein Titel, den wir haben, aber der bestimmt auch weggeht wie nix auf dem Flohmarkt. Ja. Behaupte ich jetzt mal. Sagrada. Ja, den haben wir natürlich auch. Lipsch. Ich weiß gar nicht, warum der junge Mann, der diese Spiele aussortiert hat, so einen Titel wie Sagrada aussortiert hat. Aber vielleicht hat er 2 davon, man weiß es ja nicht, ne? Ansonsten würde ich ja Sagrada echt nicht aussortieren. Nö, das kann man durchaus immer mal spielen. Ja. Echt so ein All-Time-Titel. Wird bei uns auch tatsächlich echt viel gespielt. Und finden wir auch super. Also es ist echt ein schönes Spiel. Ja. So, den nächsten Titel kenne ich nicht. Das ist der letzte übrigens. Der letzte. Das letzte Teil aus diesem Paket. Time Arena. Und es sieht wunderschön aus. Ja, also und dann dreht man es um und dann sieht man jede Menge Sanduhren. Oh. Ich glaube, es ist Echtzeit-Arena-Kämpfe oder sowas. Und außerdem braucht man auf jeden Fall irgendwas aus dem App Store. Download the free Time Arena. Ah nee, das ist nur für die Zeit. Also du kannst die Zeit statt mit Sanduhren auch mit der App verwalten. 10 Minuten dauert das Spiel. Ja, das sieht ein bisschen so aus wie ein Spiel für Frank und seinen Bruder, ne? Können wir mal, der kommt vielleicht die Woche nochmal. Ja, also ich finde das Artwork, also das Cover-Artwork total schön. Hinten, du kannst es immer umdrehen, ist so ein Dungeon oder sowas in der Richtung mit Figuren. Arena und, halt, ne? Und Sanduhren halt. Ja. Ja, Mensch, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin extrem zufrieden mit diesem Überraschungspaket. Und Mirko hat mir auch gerade erzählt, in USA ist sowas Standard, ne? Dass diese Pakete angeboten das werden. Das war nicht ich, das war wer anders, aber ach so, ja. Wer war denn das? Ein Kollege, und zwar Torben.
Torben hat es erzählt? Ich glaube, es war Torben. Ja, kann sein. Also uns hat gerade ein Kollege erzählt, dass das in Amerika so voll der heiße Scheiß ist. Rami war es. Ja, stimmt. Dass es voll der heiße Scheiß ist, dass die Leute einfach irgendwas in Boxen zusammenpacken und dann halt sagen, diese Box hat grundsätzlich einen Wert von 500 Euro und dann wird es eben auf eBay entsprechend versteigert, ja. Und dann guckt man mal. Auch abseits der Brettspiele. Halt. Ja. Also es hatte nichts mit Brettspielen zu tun, sondern das war halt ganz allgemein. So grundsätzlich steht dann halt drin, da sind, was weiß ich, Haushaltsgeräte drin und die Box hat einen Wert von 500 Euro und dann geht das eben auf eBay. Genau, also das war jetzt das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe, aber ich bin sehr zufrieden. Also für unseren Laden ist es eine coole Sache. Wir haben ja im Zweifel den Flohmarkt. Ja. Privat versuche ich ja eher eine schlanke Ludothek zu halten. Ja gut, aber man kann ja immer mal auch wieder dann Sachen tauschen oder verkaufen oder so. Na also ich würde sagen, wenn ich jetzt tatsächlich jemand gewesen wäre, der jetzt gerade so eine Spielesammlung aufbaut, ich könnte mir schon vorstellen, dass derjenige auch mit diesem Paket durchaus zufrieden gewesen wäre. Also gut, das kann natürlich auch mal sein, dass du dann Sachen schon hast oder Sachen überhaupt gar nicht so deinem Ding entsprechen. Aber ich fand das schon ganz schön breit gefächert, was hier drin war. Also ich bin zufrieden. Ja, dann vielen Dank nochmal für dieses coole Paket. Wir haben uns sehr gefreut. Und wir räumen jetzt erstmal hier auf und sagen Tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschüss.